Mönchengladbach. Auf die Kontrolleure Markus Sieben und Sabrina Dimitsakis vom Ordnungsamt wartet der nächste Einsatz. Vor einer Apotheke steht eine Dame im absoluten Halteverbot. Machen Sie mal bitte Fenster runter! Sie findet den Schlüssel nicht, den hat sie in der Hand. Hallo? Erstmal, Sie stehen auf dem Fahrradweg im absoluten Haltverbot und wo Sie hier rübergefahren sind, kam auch noch ein Fahrradfahrer. Ja, haben Sie nicht gesehen, der ist doch gerade hier an Ihnen vorbei. Ne? Ja, und da sind Sie aber da vorne schon über den Fahrradweg gefahren. Ne? Nee, müssen Sie bitte fahren, Sie dürfen hier gar nicht erst anhalten. Absolutes Haltverbot, das heißt absolut nicht anhalten. Dann bitte drüben auf dem Parkplatz. Also mit Behinderung wird teuer werden. Ja, gut. Ne? Okay, danke schön. Also bei ihr kam es mir jetzt so vor, dass sie nicht mehr alles realisiert hat oder richtig wahrgenommen hat, auch nach der Belehrung durch meine Kollegin. Und das wäre vielleicht eine der Kandidaten, die mal dran denken sollte, den Führerschein in nächster Zeit abzugeben. Aber daran denkt die rüstige Rentnerin noch lange nicht. Lieber zeigt sie sich einsichtig. Der nächste Kandidat läuft Sabrina und Markus direkt in die Arme. Gucken Sie mal, das ist aber ein Taxistand. Der nächste Taxifahrer, der kommt, der möchte gerne dahin. Ja, haben Sie recht, aber ja. Da steht doch keiner, nur eine Minute. Kurz aber ja, aber der nächste Taxifahrer, der möchte dahin. Absoluter Haltverbot heißt absolut nicht anhalten. Einsicht, Fehlanzeige. Man soll sich ja schon grundsätzlich an die Regeln halten, aber nur Ordnungsamt sind nicht meine Freunde, weil die mucken bei Dienste, Kleinigkeit immer auf, deswegen stört mich das. Wenn er nicht wegfährt, dann werde ich energischer. Und wenn er dann immer noch nicht wegfährt, dann bekommt er die passende Verwarnung und ich sitze dann immer noch am längeren Hebel. Deshalb nichts wie weg hier. Wenn Autobesitzer auch für den kürzesten Weg zu faul sind, dann sehen Markus und Sabrina schon mal rot. Wie bei diesem Kombi. Der Fahrer hat keinen Parkschein gezogen. Und das, obwohl er direkt neben dem Automaten parkt. Lass ihn mal kommen. Ist das Ihr PKW? Ja. Bitte? Geld wechseln. Also laut den Regentropfen auf der Scheibe stehen sie aber schon ein bisschen länger hier, ne? Nein, ehrlich nicht. Ich hatte das Geld schon in der Hand, wo ich auch rausgestiegen bin. Ja, aber nächstes Mal bitte ehrlich. Zum Automaten gehen, wenn Sie ankommen, nicht wenn wir ankommen, okay? Ja, okay, alles klar. Danke. Wenn die Leute sehen, dass wir ankommen, kommen die rausgerannt und sagen, ich war Geld wechseln, haben auch das Kleingeld in der Hand. Bloß wir machen jeden Tag dieselbe Arbeit und wir sehen denn anhand dieser Windschutzscheibe war ja zu erkennen, er hat im Regen schon da gestanden und es hat schon eine ganze Zeit lang nicht mehr geregnet, wo wir da ankamen. Von daher war er nicht gerade angekommen und hatte sich das Kleingeld geholt. So schnell geht das, ne? Ja, aber der Fahrscheinautomat sollte der erste Weg sein, ne? Ja, wenn man kein Kleingeld hat, vielleicht mal eine Idee, ne? Fahrscheinautomat mit Scheinen zu machen. Ja, Na, Sie müssen mal gucken, Ihre Scheibe ist noch voll mit Tropfen. Ja. Na, da können Sie nicht gerade erst angekommen sein. Ja, 2 Minuten, 3 Minuten. Also ich weiß der erste Weg ist zum Automaten. Dann schauen Sie mal hier aufs Auto, der ist komplett trocken. Ja, schauen Sie mal, da hat ihr vor mir die Dings, ne? Die Scheibe. Der ist gerade angekommen. Ja, Fahrschein. Nee, ich meine, der ist aber komplett trocken. Ihre Scheibe ist nass, das meinte ich jetzt. Den nächsten Falschparker kennen die Ordnungshüter schon. Er parkt unerlaubt als Anwohner auf den raren Kundenparkplätzen. Ja. Das ist ja einer unserer Dauerkunden. Fahrzeug, der ein bisschen des Öfteren auffällt, ja? Der steht hier oft. Der steht auch gerne länger, ne? Mengenrabatt gibt's aber nicht. Weitere Knöllchen schon. Aber wenn das nicht lernt? Dann muss er eben zahlen. Man gibt den Leuten genug Chancen. Nur irgendwann muss gut sein, weil sonst verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Dann tanzen die uns nur noch auf der Nase rum. Der Fahrer ist ein Anwohner und beim Anblick der Ordnungshüter sofort auf 180. Ja, wo soll denn Autos hin, mein Auto? Ich bezahle dafür die Steuern, Mann. Ja, aber dann müssen sie leider Gottes wirklich 2 Straßen weiter parken. Die Geschäftsleute parken meistens vor die Geschäfte und das geht nicht. Nein, ich will arbeiten, ich will keine Geschäftsleute. Ja, ob sie hier arbeiten oder nicht, aber ein Kunde, der hier parken könnte, kann es nicht. Der Kunde kommt vielleicht einmal hier, wir sind ja hier Bewohner. Was sollen wir jetzt machen, Mann?
verstehe die Leute mit der Parksituation. Ist halt immer nur wieder ärgerlich, wenn du immer wieder dieselben schreiben musst. Dadurch kommt es natürlich zu Streitgesprächen. Ne? Warum schon wieder ich? Könnt ihr mal ein Auge zudrücken? Und nee, also Spaß machen tut's nicht. Ich habe ja 3 Autos, das nicht ist ein Hinterhof. Moment, ich habe auch noch Parkplatz hinten. Habe ich mir extra noch mal gebettelt für die Hauseigentümer und die haben mir gegeben. Mhm. Da muss ich bis dahin muss ich eine Weltreise machen, von hinten bis er hier reinkommt. Ist ja, das dann gerecht? Die Straßenverkehrslenkung ist egal, von welcher das Seite Sie kommen. Sie dürfen hier nicht parken. So, und das ist ja, da passen 2 Autos hin, hier passen 3, 4 Autos hin und da hinten passen 2 Autos hin. Wenn diese Parkplätze jetzt von den Anwohnern genutzt werden, dann sind das schon 2, 4. Dann ist alles dicht. Ja. Das sind, wir können wissen Sie, was ich meine? Stundenlang und was, das sind alles Parkplätze, wo Kunden stehen können. Richtig. Diskutieren bringt tatsächlich nichts. Doch der Dauerparksünder ist zäh. Er gibt sich nicht so einfach geschlagen. Auf zu Runde 2. Man arbeitet, sagen wir mal, 12 Stunden, dann soll man noch 2 Kilometer laufen nach Hause. Das sind keine 2 Kilometer. Da laufen so 5 Minuten und sparen eine Menge Geld im Monat. Und das wäre es mir wert. Ich habe schon aufgegeben, glauben Sie mir. Einen Tag stecke ich das Auto, brandalt, Protest, soll mal Fernsehsender kommen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt oder nicht. Dann wäre der Ärger mit den Ordnungshütern wenigstens ein für alle Mal erledigt. Ist es sein Auto, nicht mein Auto? Und wenn das abfackelt, haben wir wieder den Parkplatz. Sagen wir mal so. Und der Fahrer wäre endlich sein ewiges Parkplatzproblem los. Sabrina und Markus haben jetzt Feierabend. Für heute ist Ordnung im Revier.